Heyo Leute, Trimax hier und in diesem Video bin ich mal nicht allein, diesmal ist Amix mit dabei, stell dich doch einfach mal vor. Yo, was geht und ab? Oh mein Gott, die meisten von euch Alter, kennen mich aber. Wir sind jetzt schon voll am Lachen und wir haben uns in diesem Video mal überlegt, euch ein paar Schulstories rauszuhauen. Also ich denke mal, Amix war auch nicht gerade so ein Engel in der Schule und wir haben auf jeden Fall ein paar lustige Stories so erlebt in unserer Schulzeit und da haben wir uns gedacht, machen wir heute mal so ein Dual Commentary, ich werde auf meinem Kanal eine Story von mir raushauen und im Anschluss nehmen wir noch das Video für seinen Kanal auf, da könnt ihr direkt mal in die Videobeschreibung schauen, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Und nein, bei Amix vorbeischauen, denn da gibt es auf jeden Fall auch noch zwei richtig behinderte Stories auf seinem Kanal. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit meiner Story an. Und ja, das Ganze ist noch gar nicht allzu lang her. Ich glaube, das war in der 9. Klasse, also jetzt so 3 Jahre. Und ja, auf jeden Fall, ich denke mal, ihr kennt es alle, wenn man eine Vertretungslehrerin hat. Die Vertretungslehrerin wird immer bis zum Tode gemobbt, oder? Kennst du das? Hey, ich kann da diese so geile Sache erstellen. Die sind meistens so richtig hässlich und solche Omas oder so. Ja, nein. In diesem Fall war es keine Oma, sondern, also war schon so ein bisschen älter, aber jetzt nicht komplett alt, so ich würde mal so 40, 50 sagen. Und auf jeden Fall, ja, das ist für mich Oma. Ihr kennt es Leute, wenn eine Vertretungslehrerin reinkommt, die Vertretungslehrerin wird einfach immer bis zum Ende gemobbt und keiner hört auf die Vertretungslehrerin. Es war bei uns immer so, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr es kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Und auf jeden Fall hatte die dann so ein paar Arbeitsblätter dabei und auch so ein Mandala, also so richtig behinderte Kindergarten-Scheiße. Und wir waren halt wie gesagt schon so in der 9. Klasse. Und natürlich hat keiner irgendwas gemacht, was die Alte gesagt hat. Und die war auch schon so richtig crazy. Das war so eine Öko-Tante und die hat die ganze Zeit so Hanfsamen in ihr Müsli gegessen. Also die, keine Ahnung, die war so richtig crazy und hat uns dann wollte, dass wir so bunte Mandalas malen. Und da hatte halt natürlich keine Sau Bock drauf. Und dann haben wir die halt, wie gesagt, bis zum Ende provoziert, die ganze Zeit aufgestanden, irgendeine Scheiße an die Tafel gekritzelt und einfach, ihr wisst, wie es läuft, Leute. Die eigentlich nur so ausgedacht, so, ne? Aber das war jetzt noch gar nicht so, das war jetzt noch gar nicht so das Krasse, was wirklich so, ich sag jetzt mal, die Story so lohnenswert macht. Warte, war das bei euch auch so, dass die Vertretungslehrer immer gedroht haben, dass sie es den Klassenlehrern ja, genau. Und dann hat sie immer so... Dann war für 2 Minuten Stille, Alter, und dann weitergemacht. Genau, und dann hat sie halt schon so ein paar Mal eine Andeutung gemacht, dass sie aus dem Saal rausläuft und ins Sekretariat läuft, ist aber natürlich immer nach ein paar Sekunden wieder reingekommen. Auf jeden Fall, ja, jetzt kommt das richtig krasse, Leute. Also sie war wirklich schon mega pissed, weil wir es einfach die ganze Zeit provoziert haben. Und dann ist sie kurz rausgegangen und hat so gemeint, sie wird ins Sekretariat laufen und es alle verpfeifen und irgendwie sowas, hat es aber natürlich nicht gemacht. Und in der Zeit, wo sie einfach vor der Tür war, haben wir einfach den nassen Tafelschwamm genommen und auf diesem Sitzpolster ausgedrückt. Also dieser Sitz war komplett nass, aber das war so ein dunkler Stoff und man hat es nicht gesehen. Diese Frau kommt wieder rein, setzt sich da drauf und rastet total aus, Leute. Ohne Scheiß, ich habe noch nie eine Frau so schreien hören. Sie ist total ausgerastet, wollte unbedingt wissen, wer es war und das Ganze wird jetzt noch richtig krass, Leute. Es wird ohne Scheiß noch richtig krass. Das Ganze ging dann so lang weiter, bis sie endlich erfahren hat, wer es war, weil dann auch irgendwann noch der Schuldirektor in den Klassensaal reinkam. Also das Ganze wurde richtig ernst, ne? Das war auf einmal nicht mehr so, ja, war auf einfach nicht mehr so diese Vertretungslehrerin verarschen, sondern jetzt war auf einmal der Schuldirektor noch da. Man hat einfach so richtig an der Stimmung gemerkt, scheiße, Leute, wir haben es übertrieben. So, das Ganze ging dann so weit, bis dann auf jeden Fall richtig Anschiss erstmal gab und derjenige, der es gemacht hat, hat dann auch erstmal Anschiss bekommen, aber okay, war dann eigentlich nicht so weit der Stimme, hat keinen Tadel bekommen, war dann erstmal so gegessen, die Sache, aber das war's noch nicht, Leute, ohne Scheiß, das war noch nicht die komplette Story, ihr wisst, es geht noch weiter. Das Ganze wurde natürlich mit dem Handy gefilmt. Und wer hätte es gedacht, es landet natürlich auf Facebook. Dieses Video, Mutti. Gibt es noch? Nein, das wurde dann rausgenommen. Es geht noch weiter, hör zu, Digga. Ohne Scheiß, Leute, das ist so verdammt krass. Es war dann so circa 2 Wochen auf Facebook und jeder auf der kompletten Schule hat es auch schon gesehen und auf dem Handy gehabt und so. Und es ging einfach total rum, ohne Scheiß, es ging rum wie so eine Hure. Es wurde ohne Scheiß weitergereicht bis zum geht nicht mehr. Jeder hat dieses Video gesehen und irgendwann kommen dann die Lehrer auch auf dieses Video. Und am Ende war es dann so, dass die Schülerin, die das Video hochgeladen hat, einfach eine Anzeige von der Lehrerin kassiert hat. Ohne Scheiß, wir haben die Lehrerin so fertig gemacht, dass sie einfach eine Anzeige rausgehauen hat. Also es war wirklich krass, Leute. Ohne Scheiß, wenn ihr sowas macht, filmt es nicht, stellt es nicht online, wenn die Lehrerin richtig pisst ist. Ihr könnt dafür eine Anzeige kassieren, das war dann irgendwie nicht mehr witzig. Aber ohne Scheiß, Leute, das war auf jeden Fall eine richtig heftige Story. Man hat einfach so richtig gemerkt, wie wir einfach zu weit gegangen sind. Und, na egal, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Also bei uns war es irgendwie immer so, sobald Vertretungslehrerin da war, die wurde wirklich immer gemobbt bis zum geht nicht mehr.
Wie waren dann die Tage danach, also als sie dann die Anzeige gemacht hat und dann noch Unterricht hattet? War die immer noch so angepisst? Wir hatten sie dann nicht mehr. Das war wirklich nur in dieser einen Stunde. Ah, okay. Und unser Klassenlehrerin hat uns dann auch, unser Klassenlehrer hat uns dann auch noch in der Stunde danach ein bisschen Anschiss gegeben, aber eigentlich war die Sache relativ schnell wieder gegessen, weil ich glaube, einfach keiner kann die auf der ganzen Schule ernst nehmen und ist ja auch scheißegal jetzt, wie gesagt. Alter. Ja? Wir hatten auch was richtig krasses, wenn ich das kurz erklären darf, raus, Digga. Was auch dazu passt. Das haben wir mit unserer Klassenlehrerin gemacht. Also das war dann, die hatten wir immer praktisch, aber die war zu dem Moment schwanger und war schon im, was weiß ich, wie viel Monat, also schon richtig schwanger, man hat richtig den Bauch gesehen und so weiter. Und wenn man so schwanger ist, dann spielen ja die Hormone komplett verrückt, man ist manchmal richtig traurig und so eine ganze Scheiße. Und dann hatten wir in der letzten Stunde, und dann haben wir die so fertig gemacht, wir waren so laut und so weiter, dass sie schon praktisch fast zusammengebrochen ist und dann hat sie uns einfach 10 Minuten früher gehen lassen. Digga. Weil wir sie einfach so fertig gemacht haben, weil sie schwanger war. Ich fühle mich im Nachhinein richtig schlecht, aber wir durften einfach früher nach Hause. Ja, das war richtig asozial, aber trotzdem. Alter. Wir haben uns so gefreut, weil wir es geschafft haben, früh nach Hause gehen. Scheiße, Mann. Die schwangere Frau, ja, Mann. Aber es war eine meiner Lieblingslehrerinnen, die ist jetzt inzwischen nach England gezogen, aber die war richtig. War meine Lieblingslehrerin. Haut da raus. Alter, scheiße. Alter. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall von meiner Episode. Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon so kranke Sachen mit eurer Klasse erlebt habt. Oder falls ihr mehr wollt. Und ja, falls ihr auf jeden Fall noch die Story von Amix hören wollt, er hat auf jeden Fall auch noch krasse Storys noch am Start. Schaut mal in die Videobeschreibung, checkt noch sein Video aus. Lasst uns auf jeden Fall mal ein Like da. Wenn euch sowas gefallen hat, dann können wir es auf jeden Fall nochmal raushauen. Ich denke mal, jeder von uns hat noch ein paar andere Storys am Start. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin jetzt an der Stelle von raus. Letzte Wort hat Amix. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Jo, von mir auch. Haut rein und danke an dich auf jeden Fall, Max, dass ich wieder dabei sein durfte. Und dann haut rein. This here is Givenchy, $900 jeans, homie. Homies, girls be raunchy, like let me see your peen, homie. She tryna cause a scene, but I'm in Paris with my team. Walking slow like I'm on lean. Then my nigga jewelry look so clean. I occasionally bought in Lambin. I ain't talking about Jim Jones, nigga. I'm talking about who.